Das ist leider kein Clickbait. Diesen Satz sagt der eloquente Videokünstler mit dem Pseudonym Rayfox in der Einleitung seines Videos. Mein Kanal wird gelöscht. Das Ende von YouTube. Es ist ja gemeinhin bekannt, dass traurige Smileys in Videotiteln als Vorboten des Unheils gelten. In diesem Fall haben wir es sogar mit einem besonders traurigen Smiley und einem nicht weniger betroffenen Rayfox zu tun, der den Zuschauern mit ernster Mimik und herzzerreißender Hintergrundmusik auf das Problem rund um Artikel 13 aufmerksam machen möchte. Artikel 13? Was ist denn das? Mag sich der ein oder andere von der Außenwelt isolierte und am Rande der Andromeda-Galaxie lebende Zeitgenosse jetzt fragen. Im Grunde geht es um eine geplante EU-Urheberrechtsreform, die sicherstellen soll, dass Plattformen wie YouTube, Facebook oder Instagram zukünftig den geistigen Eigentümern von verbreiteten Inhalten eine faire Vergütung zahlen sollen. Der genannte Artikel 13 ist ein Teil von eben diesem Vorschlag einer Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt und gilt als sehr umstritten. Es ist ja geradezu eine Seltenheit, dass sich Videokünstler mit politischen Themen in der Öffentlichkeit auseinandersetzen. Während YouTuber eher dafür bekannt sind, ihre Zuschauer mit sanften, aber bisweilen belanglosen Themen zu unterhalten, hat es gerade in den letzten Tagen ein Thema immer wieder in die YouTube-Trends und damit auch in die Kinderzimmer geschafft. Viele Stimmen aus dem Netz behaupten, Artikel 13 könnte zu einer Zensur des Internets führen. Sie befürchten, dass Inhalte zukünftig gefiltert oder ganz zensiert werden könnten. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass bestehende YouTube-Kanäle aufgeben müssten, Videos zu publizieren, wie sie es bisher taten. Einen besorgniserregenden Grund für diese Annahme gab YouTube-Chefin Susan Wojcicki, die auf diese Auswirkung der EU-Reform aufmerksam machte und diese kritisierte. Eine Plattform wie YouTube lebt von den Inhalten, die private Nutzer täglich veröffentlichen. Würde dieser Aspekt nun wegfallen, so würde YouTube auch sein Gesicht verlieren. Von DM-Hauls über Apos geistreichen Bombenpranks bis hin zu lehrreichen Inhalten. All das wäre plötzlich verschwunden und lediglich ausgewählte große Partner erhielten noch die Möglichkeit, Videos zu veröffentlichen. Von Broadcast Yourself kann dann keine Rede mehr sein. Doch stimmt all dies überhaupt? Kann man den Quellen, die behaupten, das Internet sei verloren, trauen? Während in einer ersten Welle der Entrüstung vor allem Panik verbreitet wurde, setzen sich jetzt YouTuber wie MrWissen2Go dafür ein, die Situation aufzuklären. Eigentlich führt uns der Aufschrei der Community abermals vor die Augen, woran es an unserer Gesellschaft vor allem zu mangeln scheint: Medienkompetenz. Es zeigt sich, dass es insbesondere den eher jungen Zuschauer vieler YouTuber nicht möglich ist, sachliche Kritik an den geplanten Richtlinien zu äußern, ohne Weltuntergangsszenarien zu skizzieren. Geht einmal in euch und macht euch klar, wer Interesse daran haben könnte, Entwicklungen durchzubringen, wie sie gegenwärtig beschrieben werden. Mächtige Namen wie Google, Amazon und Facebook dürfen jedenfalls alles versuchen, dass die EU-Reform nicht ohne weitere Änderung Wirklichkeit wird. Die direkte Botschaft von Susan Wojcicki an die YouTube-Community kann als Versuch gedeutet werden, Millionen von Nutzer zu mobilisieren und für das Thema zu sensibilisieren. Geht man noch einen Schritt weiter, könnte man YouTube unterstellen, ihre Nutzer gezielt zu lenken, indem sie ein Feindbild der Politiker konstruieren, welche dafür verantwortlich sind, dass junge Leute zukünftig nicht mehr ihre freie Persönlichkeit im Netz entfalten können. Doch das ist zu kurz gedacht und es scheint als Fehler, auf Grundlage einer einzigen Aussage der YouTube-Chefin, die darüber hinaus Platz für Interpretation lässt, tausende von Panik verbreitende Videos zu veröffentlichen. Google stärkt durch solche Aktionen das eigene Bild und stellt sich selbst als Kompetenzträger dar, wohin die Politiker als die Ahnungslosen inszeniert werden, gegen welche man sich durchsetzen muss. Diese Position macht es leichter für die großen Konzerne, direkt oder indirekt Einfluss auf politische Entscheidungen auszuüben. Fairerweise muss man aber sagen, dass die staatlichen Gewalten in der Vergangenheit ihr Übriges getan haben, sich selbst den Stempel der digitalen Inkompetenz aufzudrücken. So musste sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg im April dieses Jahr vor dem US-Kongress wegen eines Datenskandals verantwortlichen. Zwar wurde hier auch gezeigt, dass für Firmen wie Facebook gewisse Spielregeln existieren, die es nicht zu verletzen gilt. Die Fragen der US-Senatoren an Zuckerberg zeigten jedoch auch, dass ein gesundes Maß an Unwissenheit über das Vorgehen von Facebook existiert. Und man muss sich doch fragen, ob Facebook, Google, Apple und Co. eine gewisse Narrenfreiheit genießen. Wird sich nun alles
in den kommenden Monaten ändern oder werden wir weiter unsere Videos veröffentlichen können? Als allgemeiner Grundsatz kann man wohl festhalten, dass genug einflussnehmende und treibende Kräfte existieren, die eine generelle Zensur des Internets zu unterbinden versuchen. YouTube dürfte auch weiterhin daran interessiert sein, die privaten Webvideoproduzenten zu halten und von diesen zu profitieren. Natürlich sollten wir alle Kritik üben, wo Kritik angebracht ist, und Artikel 13 ist sicherlich in seiner gegenwärtigen Form diskussionswürdig. Dies zu tun und sich für die Freiheit des Internets einzusetzen, ist sicherlich eine gute Sache. Auf der anderen Seite steht, dass Leute ein solch wichtiges Thema ausnutzen, um Panik zu verbreiten und ihre eigene Reichweite zu steigern. Dies kann nicht wirklich in unserem Sinne sein, da wir uns dadurch von den eigentlichen Problemen entfernen und zum Spielball von Unternehmen werden, die oft lediglich ihren eigenen Hals retten wollen. Nun habe ich auch mal ein Video zu Artikel 13 gemacht und hoffe, es hat euch gefallen. Ich selbst bin nach wie vor nicht gegen den Trend, allerdings bin ich gegen Videos, die nicht mal wirklich informieren und wie beschrieben nur auf eigenen Profit aufgebaut sind. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederschauen!